Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Oblivion, wieder mit einem ekelhaften Wetter. Mensch, geben wir uns auf den Weg wieder zum, ja, in Richtung Quatsch. Beziehungsweise, ja, zu. Ich hab's ja im letzten Part schon erwähnt, es wird dort nur eine. Erstmal grundsätzlich erstmal nur einen Zeltplatz, sage ich mal, geben, den wir besuchen können. Eure Wiederherstellungsfertigkeit verbessern. Ja, sehr schön. Immer mehr verbessern, warum nicht? Kann man ja gebrauchen. Naja. Stapfen wir hier erstmal weiter durch den Regen. Oh, ein Schmetterling. Was machst du denn hier? Das ist jetzt nicht gerade realistisch. Ich habe noch nie einen Schmetterling bei Regen gesehen. Mensch. So viele Rehe hier überall. Das ist auch ungesund. Mensch, Mensch, Mensch. So viel Natur. So, ich weiß gar nicht, wie weit ich da jetzt noch gehen muss. Ah, ein Bereich wird geladen. Willst du mich denn verarschen hier? Mensch. Wie willst du denn das machen? Ich mit meinem Drecksprozessor hier. Komm, sind die FPS jetzt wieder gut? Hoffe ich mal. Ist auch irgendwie nur draußen, dass die so runtergehen. Heute ist es ganz schlimm. Ah, toll. Naja. Egal, ich gehe mal einfach weiter. Hoffe mal, jetzt gerade geht's ja, also von daher. Ey, noch ein Reh. Oder vielleicht sogar dasselbe. Egal. Ach man, ey, ich krieg die auch nicht, ne? Ich erwische sie einfach nicht. So, ich will mal eben kurz auf die Karte gucken. Ah, das sind noch so. Das ist noch so weit, Mensch. Muss ich noch ganz durchgehen hier. Komm, mach mal hin hier. Ey, du Roller-PC. Mach hin. So, jetzt den Hang gleich hoch. Hoffe mal, dass ich da dann. Das ist jetzt die Goldküste. Ah. Sträucher werden hier anders. Der Regen hört auf. Das was zu bedeuten. Pflanzen, die sehen cool aus. Die haben was irgendwie. Naja. Gehen wir mal wieder weiter. Was ist hier für ein Soundtrack? Und ich glaube, da haben wir wieder blauen Himmel gleich. Oh, das wäre schön. Oh. Da werden wir aber leider nicht viel von haben. Wie sich das Gewitter einfach auflöst, ey. Dann lauf einfach in mich rein und geh weiter, ohne irgendwas zu sagen. Kein Problem. Ich meine, entschuldigen ist ja sowieso total überbewertet. Geh einfach weiter, ignoriere mich. Ist kein Problem. Total hier. Dings hier. Oh. Also wenn jetzt hier nicht so eine hässlichen Texturen wären, würde das ziemlich toll aussehen. Muss jetzt gerade irgendwie an meinen Dingsurlaub denken, an meinen Kroatienurlaub. Das sieht sehr irgendwie nach so einem bestimmten Fjord aus. Finde ich jetzt. Also wenn ihr in Kroatien da gewesen seid und in Istrien wart, dann werdet ihr ihn kennen. Alle anderen, nö, ihr nicht. Pech gehabt. Ihr Sau hier. So, was haben wir hier noch? Was ist das denn für ein komischer Stein? Der fällt irgendwie auf. Ich hoffe mal, wir gehen jetzt den richtigen Weg. Ja, gehen wir. Fällt ja schon irgendwie auf. Hier hätten wir wahrscheinlich noch irgendwie ein Bergwerk oder sowas, aber naja. Da sehen wir schon Lagerfeuer. Ah, endlich mal was essen und so. Was ist hier los? Was willst du? Ah. Los jetzt. Lauft, solange noch Zeit ist. Die Wachen halten immer noch die Straße. Aber es ist nur noch eine Frage der Zeit, bevor sie überwältigt werden. Was? Bei Blut der Götter. Ihr wisst das noch nicht, oder? Die Daedra haben Quatsch letzte Nacht überrannt. Vor den Mauern waren seltsam leuchtende Portale. Tore nach Oblivion selbst. Da war eine riesige Kreatur, wie aus einem Albtraum. Kam direkt über die Mauern und spuckte Feuer. Sie umzingelten dieses Ding. Tod und Verderben. Sie selbst... Quatsch ist eine qualmende Ruine. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind, versteht ihr? Alle anderen sind tot. Es war Savlian Martius. Ein paar von den anderen Wachen. Sie halfen einigen von uns zu entkommen. Sie schlugen sich ihren Weg hinaus, direkt durch die Stadttore.
Savlian sagt, sie können die Straße halten. Nein, nein, ich glaube ihm nicht. Nichts kann sie aufhalten. Wenn ihr es gesehen hättet, dann wüsstet ihr das. Ich mache, dass ich hier wegkomme, bevor es zu spät ist. Sie werden jeden Moment hier sein. So viel steht fest. Lauft, solange ihr noch könnt. Tja, du Memme, das ist dein Problem. Du läufst mal. Es ist eine gute Idee für dich. Du hältst ja sowieso nichts aus. Ich mit meiner obercoolen Rüstung schaffe das natürlich. Ne? Ist für mich alles kein Problem. Den gebe ich einfach rechts und links eins aufs Maul und dann geben die Ruhe. Aber naja, ich will jetzt erstmal ein kleines Quatsch bisschen... Quatsch ist zerstört. Nichts ist übrig geblieben. So, da schlafe ich jetzt mal ein bisschen. Wir haben jetzt Midas. Ja, okay, Midas ist eine gute Angabe. Past Morning. Warte mal. Da hätten wir es 1. 12, 11, 10, 9, 8. Irgendwie sowas. Egal. Mach mal einfach. Und da sollte ich dann theoretisch meine Dings aufrüsten, oder? Können. Irgendwie sowas. Irgendwas könnte ich jetzt theoretisch aufrüsten. Komm. So. Mach mal hin. Ah, so ist in Ordnung. So, wie, was litt denn jetzt? Ah, jetzt kann ich hier auswählen. So, es wird euch gewahr, dass ihr euer gesamtes Leben wie in einem Traum verbracht habt. Plötzlich angesichts der Prüfung der letzten paar Tage erwacht in euch das Leben. So, beeinflusst wie viel... So, jetzt kann ich hier irgendwie aufwerten. Ah, okay. Drei Attribute zur Verbesserung. Mache ich Stärke? Intelligenz brauche ich, glaube ich, nicht, ne? Ausdauer, Lebensenergie, naja. Willenskraft, Geschicklichkeit, Schnelligkeit. Das nehme ich. Beeinflusst, wie sehr die Leute sie mögen, was das Sammeln von Informationen erleichtert. Konstitution. Beeinflusst Ausdauer, Lebensenergie. Geschicklichkeit. Ja, das ist für Bogen. Nehme ich das mal einfach. Ich glaube, so ist das Ganze in Ordnung. Sehr schön. So, jetzt gucke ich mich hier mal um. Vielleicht kann mir ja hier jemand ein bisschen was verkaufen oder sowas. Ich meine, vielleicht habt ihr ja nichts Besseres zu tun. Ich habe nicht mehr viel. Ich habe alles verloren. Ja, dann verkauf mal Zeug, ne? Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ziemlich viel hast du irgendwie noch, ne? So, was hast du denn? Aber nichts Anständiges, was ich... Hammer zum Reparieren, davon könnte ich ein paar gebrauchen. Nehme ich mal alle mit. Ja. Ich bin zu arm, scheiße. Zwei Stück reichen aber, oder? Zwei Stück kriege ich. Ja, sag ich doch. Vier Goldstücke noch, verdammt. So, aber könnte ich jetzt noch irgendwie großartig was verkaufen? Eigentlich ja nicht, ne? Nee, eigentlich kann ich nichts verkaufen. Nö. Ich weiß, Olk. Ja, halt's Maul. So, hast du vielleicht genug ein paar Tränke oder jetzt. Sowas? Genug. Ja. Ihr habt euch einen schlechten Zeitpunkt für... Ja, ist mir egal. Was darf ich euch anbieten? Wobei, ich bin arm. Scheiße, ich kann mir gar nichts kaufen. Naja, gut. Haltet den Mund. So, warte mal, was sagst du zu Savlian Martius? Ja, was? Nicht so erschrocken. Da will ich mal was zu dem wissen. Ihr findet ihn an der Absperrung die Straße rauf. Er versucht, die übrig gebliebenen Wachen neu zu organisieren. Ja, okay. Meint ihr den Priester? Ich glaube nicht, dass er die Stadt verlassen konnte. Nur wenige haben es geschafft. Savlian Martius weiß vielleicht mehr. Er hat das... Okay, also gehen wir zu Savlian Martius. Das wäre jetzt so eigentlich das Logischste gewesen. Verkaufen kann ich jetzt leider nichts, was mich ein wenig ärgert. Hm. Was ist das denn jetzt her? Kann ich mich gar nicht so genau dran erinnern. Ist mir jetzt erstmal egal. Ich gehe jetzt erstmal weiter nach oben. Und hoffe mal, dass ich da irgendwas Tolles finde oder sowas. Oh, was bist du denn da für ein Typ? Jo, hey, was geht? Junge, hey, was geht? Was geht? Alter, was geht? Die Hoffnung ist dahin. Die kaiserliche Linie ist tot. Der Bund ist zerbrochen. Der Feind hat gesiegt. Die kaiserliche Linie ist tot. Und die Götter haben sich von uns abgewandt.
Wo ist unser Segen? Wo ist unser Schutz? Wo sind unsere Götter? Der Feind triumphiert und wir sterben allein. Oh, voll der Depri-Typ. Oh, der tut mir richtig leid. Fürst Dagon ist der Feind. Er ist der Prinz der Zerstörung und die Daedra sind seine Diener. Die Kapelle ist zerstört und die Gläubigen, meine Freunde, sind alle tot. Der Feind hat gewonnen und wir sind zerstört. Ja, gut, okay. Geht einfach weg. Oh, ey Gott. Gott, ey, der ist ja richtig traurig. Naja, wir wollen jetzt hochgehen in die Stadt und wollen da erstmal gucken, ob wir wem ordentlich aufs Fressbrett geben können. Fressbrett ist klar, ne? Hä? Zwei Sonnen oder was? Willst du mich verarschen oder was? Ist klar, Junge. Und da gewittert's schon wieder. Oh Gott, was ist denn hier los mit dem Himmel? Hilfe! Das sieht jetzt nicht sehr feierlich aus. Das sieht jetzt gar nicht feierlich aus. Es sieht irgendwie so böse aus. Hat irgendwie was, aber es sieht böse aus. Naja. Oh Gott. Da kriegt man ja richtig Angst. Ja, gehen wir mal weiter hoch. Hoffen, dass wir ein paar Leute finden, die uns hier mal erklären, was hier alles los ist. Was ist denn das für ein komisches Ding? Die Goldküste. Ah, interessant. So, da haben wir das Portal nach Oblivion. Jo, was geht? Ach, du bist die... was ist denn los? Oh, hey. Kleine Imps. Jetzt ist Schluss. Ich nehme mal mein Schwert lieber. Upp. Komm, da geht's erstmal aufs Maul jetzt hier. So, komm, hier. Ordentlich aufs Maul. So. Entschuldigung. So, wie geht's, Junge? Zurück, Bürger! Ach, chill. Hier solltet ihr euch nicht aufhalten. Geht sofort zurück zum Lager. Was ist hier denn passiert? Wir haben die verdammte Stadt verloren. Das ist passiert. Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft, aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herzog und seine Leute halten sich immer noch in der Burg versteckt. Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion-Tor den Weg versperrt, können wir nicht einmal mehr zurück in die Stadt, um ihnen zu helfen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, diese Absperrung zu halten, können diese Monster einfach das Lager stürmen. Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Also so bedrohlich fand ich diese kleinen Assis da jetzt nicht. Also ne, die kriegt man auch so klein und so. Ne? Meint ihr den Priester? Als ich ihn das letzte Mal sah, führte er gerade eine Gruppe zur Kapelle von Akatosh. Wenn er Glück hat, sitzt er dort mit den anderen fest und ist zumindest momentan in Sicherheit. Wenn nicht... Ja, wie kommen wir da jetzt bloß hin, an dem blöden Tor, ne? Ich frage erstmal wegen Quatsch. Mein Zuhause, mein verdammtes Zuhause, es steht in Flammen. Es bricht mir das Herz, dass ich nicht hinein kann, um etwas zu unternehmen. Es hat uns völlig unvorbereitet getroffen. Sie sind scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht. Es waren einfach so viele. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, zurückzuschlagen... Aber wir können die Absperrung nicht verlassen, bis das Oblivion-Tor geschlossen ist. Hm. Eine Art Portal nach Oblivion. Der Feind hat die Portale verwendet, um die Stadt anzugreifen. Sie sind vor der Stadtmauer aufgetaucht und die Daedra sind herausgestürmt. Sie haben direkt vor den Stadttoren ein Oblivion-Tor geöffnet. Solange dieses Tor nicht geschlossen ist, können wir nur versuchen, diese Absperrungen zu halten. Okay, Ihr wollt helfen? Das ist ein Witz, oder? Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Seid ihr sicher? Ach, das ist kein Problem, ne? Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte.
Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Finde ich sehr schön. Ich gehe mal hier wieder raus. Viel Glück. Ihr seid wirklich sehr mutig. Ah, weiß ich. Also, wir schlagen uns jetzt durch das Oblivion-Tor, oder? Nee, das machen wir nicht jetzt. Das machen wir morgen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Part. Tschö.